Bei diesem Video geht es eigentlich nur darum, wie man geschützt wird davor, dass man seine Spendengelder in die falschen Taschen reinwirft. Das heißt, es geht hier letztlich jetzt konkret bei unserer Schule um die sozialen Projekte, denn die erzeugen ja häufig genug eine Spendensumme und dann soll das Geld ja auch bei den richtigen Leuten ankommen. Und das ist leichter als man denkt, aber man kann eben auch echt über den Tisch gezogen werden. So, gucken wir uns erstmal das grundlegende Problem an. Es gibt ganz, ganz viele Organisationen, die für zig verschiedene Bereiche um Spenden bitten. Und alle Spendengründe hören sich gut an. Krebsforschung für Kinder, Erdbebenopfer, Flüchtlingshilfe, Umweltproblematiken. Das hört sich alles super an. Ihr möchtet spenden, vielleicht aus eigenem Antrieb, weil ihr es einfach für richtig haltet. Oder eben, das ist der Grund für dieses Video, weil im Rahmen des sozialen Projektes sozusagen das Teil der Aufgabe ist, dass irgendwas Soziales gemacht wird und ihr eben einen Ansatz habt, wo gespendet werden wird, um eine Orga zu unterstützen, die es wert ist, dass sozusagen eure Arbeitskraft hier einen Mehrwert erzeugt. Und jetzt ist das Problem, die seriösen und die unseriösen Organisationen, die hören sich alle gleich gut an. Und die, die professionell gemacht sind, also nicht die blöd an der Tür klingeln oder so, sondern die wirklich gut Leute über den Tisch ziehen, die haben eine professionelle Internetseite, die haben Werbeflyer, den ganzen Kram, weil nichts ist so lukrativ, wie Spenden einzusammeln und dann von den ganzen Spendensummen 90% für sich zu behalten, weil man so viel in Häkchen Verwaltungsaufwand hat und 10% zu spenden und dann zu sagen, ja, wir haben total viel was gerissen. Und in Wirklichkeit kommt eigentlich das hauptsächlich bei den Leuten an, die dann die Flyer sich ausgedacht haben und die Internetseiten gemacht haben. So. Das bedeutet, man möchte nicht über den Tisch gezogen werden, sondern man will sicher sein, dass das Geld dann auch wirklich bei Leuten ankommt, die es brauchen, wofür man überhaupt sich die Arbeit gemacht hat und eben nicht in den Taschen von irgendwelchen Betrügern. So, und jetzt haben wir das nächste Problem. Das ist genauso also wichtig, wie dass die seriösen und die unseriösen Organisationen quasi nicht auseinanderhaltbar sind. Ich kann mir gar keinen fundierten Überblick verschaffen. Das ist für mich letztlich tatsächlich unmöglich. Es sind viel zu viele, alles hört sich gut an und ich kann ja selber überhaupt nichts überprüfen. Wie soll ich da irgendwelche Bücher angucken und vor allem, selbst wenn ich es könnte, wo hätte ich die Zeit dafür her? Das geht also gar nicht. Ich muss praktisch, dem ich was spende, darauf vertrauen, dass die mich nicht betrügen. So, und jetzt gibt es halt praktisch zwei Möglichkeiten, wie ich fast sicher sein kann, dass das super funktioniert. So, wie kann ich mich sozusagen absichern? Das ist die Hauptfrage, die ich jetzt im Raum steht. Eben meine eigene Spende, also ich nach dem Geburtstag, oder die meines Seminarfachprojektes. So, die zwei grundsätzlichen Lösungen, die ich jetzt praktisch angesprochen habe. Das erste, die Spendenempfänger sind euch persönlich bekannt. Also, eine regionale Gruppe, die ihr selber kennengelernt habt, der ihr vielleicht sogar selber angehört, oder wo ihr direkt Personen direkt kennt, also Mitschüler oder Eltern oder irgendwas. Also die Jugendfeuerwehr, Jugendrotkreuz, DLRG, eure Pfadfinder, eine Bücherei, eine Mediathek von irgendwelcher Schulen, über eure Kirchengemeinden oder irgendwas. Also wo ihr direkt wisst, ja, Herr Mustermann, das kenne ich, das ist der Vater von meiner Mitschülerin, der macht das schon seit 30 Jahren, wenn wir da was hinspenden, die brauchen das unbedingt in dem Dorf, um irgendwas zu reißen, die können dann was machen für die Kinder und wenn das nicht funktioniert, kann ich den direkt ansprechen und so. Also praktisch persönliche Spendenempfänger. Die natürlich jetzt nicht in ihre eigene Tasche persönlich, sondern persönlich im Sinne einer ja, sozialen Gruppe, die da irgendwas macht. Und das andere ist tatsächlich ein Spendensiegel. Das gibt es nämlich. Das muss man aber eben sozusagen bekommen. Also das kriegt nicht jeder. Und da ist das bekannteste dieses DZI-Siegel. Das blende ich hier gleich ein. Außerdem ist es in dem Startbild sozusagen zu sehen. Das ist das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen. Und hier wird geprüft. Ihr seht es hier dick gedruckt. Macht die Maus mal sichtbar. Einerseits haben die ihre Finanzen, also Einnahmen durch Spenden und Ausgaben für andere Sachen, sind die transparent? Können die von jedem kontrolliert werden, der danach fragt oder auch vom Staat? Sind die Verwaltungsentgelte angemessen? Also eine Spendenorganisation sagt natürlich, wir haben zum Beispiel zwei Angestellte, die das machen, die müssen bezahlt werden, das nehmen wir aus den Spendengeldern und das sind so und so viel Prozent von dem, was sozusagen gespendet wird, geht dann halt für so eine Verwaltungsentgelte drauf. So, eine Orga, die sozusagen dieses Siegel bekommt, hat dann meistens eben ein ganz geringes Verwaltungsentgelt. Und dann kann man sagen, ja, okay, die brauchen halt das Geld, um es überhaupt transparent machen zu können und überhaupt durchführen zu können, aber die bereichern sich daran nicht. Und ob klare Ziele verfolgt werden. Nicht bloß, wir wollen denen und denen helfen,
sondern klipp und klar gesagt werden, wir wollen helfen und zwar in diesen Regionen mit diesen Projekten und das haben wir bis jetzt schon gemacht. So, wenn das hier geprüft wird und zwar von unabhängigen Leuten, dann kriegt man dieses Siegel und das ist genormt, das darf nicht einfach verwendet werden, sondern das ist tatsächlich ein geschütztes Siegel. Wenn dieses Siegel hier zu sehen ist, dann ist diese Organisation geprüft worden, hat diese Dinger immer wieder zertifiziert sozusagen nachgewiesen und wenn die das Geld kriegen, dann wisst ihr, okay, von meinen, also ihr könntet nachgucken, von meinen so und so viel 100 Euro, die ich da spende, gehen halt so und so viel für die Verwaltung drauf, aber der Rest geht in genau die und die Projekte, die ich gut finde. Ja, und ich kann das nachprüfen, ich kann mir die sogar angucken, wenn ich will und auf dieser Seite vom DZI gibt es auch eine Liste, welche Organisationen dieses Siegel haben, nach dem Alphabet sortiert und da kann man genau gucken, ob da was dabei ist, was dann zum Beispiel entweder für die private Spende oder eben für das Ergebnis eines sozialen Projektes quasi als Zielgruppe sinnvoll ist, dass ich sage, ja, das ist total meins, da will ich Geld hinspenden, das ist total super und das, da bauen wir alles drauf auf, wo wir uns jetzt sozusagen zielgerichtet hinrichten wollen. So, mehr gibt es eigentlich nicht. Diese beiden Lösungen, persönliche Gruppen oder Spendensiegel, dann ist man zu 95% sicher, für 99% sicher, das Geld kommt bei den richtigen Leuten an und ich habe nicht für irgendwelche bereichernden Menschen da praktisch meine Arbeit aufgewendet und meine Mühen. So, wenn es noch Fragen gibt, kann ja immer sein, oder ihr Anregungen habt, dann benutzt einfach die Kommentarfunktion. Ich werde dann versuchen, euch nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen. Ich hoffe, das bringt euch ein bisschen was, dass ihr so ein bisschen Orientierung bekommt. Erwachsene wissen das meistens schon, aber Schüler stehen ja häufig dann auf dem Schlauch und haben eben die Erfahrung noch nicht und sind halt auch noch nicht reingefallen. Das ist vielen Erwachsenen passiert, dass sie gespendet haben und hinterher stellt sich raus, ja, da hat sich einer ein Ferrari für gekauft, toll, und mit meinem Geld und so weiter. Und die Leute, die euch quasi das Geld aus der Tasche luxen wollen, das muss man wirklich sagen, sind auch wirklich schlau. Ja, und können Schauspieler und alles. Also denkt nicht, dass man das sofort erkennt und sagt, ach guck mal, die sind unseriös. Das habe ich ja schon mal tausendmal gesagt, aber egal. So, wie gesagt, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Benutzt die anderen Videos. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und ja, bleibt gesund.